es el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Y es el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nieve. Imposible callarla. Sollte so ein Tag sein, denn gibt es einen würdigeren Rahmen als die 100-Jahr-Feier einer Schule, um Menschen zu würdigen, die sich in besonderer Weise um dieselbe verdient gemacht haben. Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium möchte am heutigen Tag Herrn Ulrich Dinse ehren. Herr Dinse. War die treibende Kraft, direkt nach der Wende den Verein der ehemaligen und Freunde des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums zu gründen und war sein langjähriger, engagierter Vorsitzender, dem es gelang, überall in der Bundesrepublik ehemalige Schülerinnen und Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums zu aktivieren und über den Verein wieder an ihre alte Emma zu binden. Einen Verein, der sich die Förderung der Bildung und in besonderer Weise der Traditionspflege, der Kultur und des Sports verschrieben hat. Lieber Herr Hinden-Dinse, ich darf Sie zu mir auf die Bühne bitten und ich bitte auch Frau Köster dazu, mit mir gemeinsam die Ehrung vorzunehmen. Thank you.
das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium lernte anlässlich der 100-Jahr-Feier der Schule Herrn Ulrich Dinse persönlich für seinen außergewöhnlichen Einsatz für die Förderung von Traditionspflege, Kultur und Sport an seiner alten Schule und stellvertretend für die große Schar aller Ehemaligen, die sich ihrer Heimat nach wie vor eng verbunden fühlen mit der Ehrenmedaille des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums. Schulverein zu gründen, einen Förderverein für dein heimatliches Gymnasium, war mir ein Vergnügen. Ich wurde 65 Jahre alt und vor mir stand Garten, Rasenmäh, vielleicht mal Skat spielen, aber nichts Vernünftiges. Und da traf ich 1993 in der Aula, als wir ein 80. Jubiläum der Schule zu Gast waren. Zum 78, zum 75, da waren wir noch, wir Westler, nicht gern gesehen und wurden nicht geladen. Und da traf ich meinen alten Mathematiklehrer, Herrn Herold, und plötzlich war der Gedanke da, man müsste ein vernünftiges Gymnasium, hat auch einen ehemaligen Verein. Und Herr Herold, Uwe Herold, wie wir ihn nannten, wandte sich plötzlich an mich und sagte, Dinsel, das übernehmen Sie. Und mir blieb vom alten Ton her gewöhnt, war nichts zu sagen, jawohl, mach ich. Und dann wurde aufgebaut. Immer wenn man was Neues schafft, wenn man aufbaut, das macht Spaß. 10 Mitglieder aus meinem alten Klassenkameradenkreis, die Klasse drüber, die Klasse drunter. Es wurden mehr und mehr, wir brachten es in 10 Jahren auf 130 Mitglieder. Und ich möchte sagen, wenn der liebe Gott mir vor 10 Jahren gesagt hätte, dass ich hier nochmal vor einer Festversammlung 3 zusammenhängende Sätze loswerden kann, dann hätte ich den Verein bis zum heutigen Tag geführt und das wäre der Schule nicht schlecht gekommen, denn der häufig. Ich glaube, das ist der Becksteinflügel aus der Aula. Nein? Nein? Aber es ist auch ein Flügel. In der Aula steht der Becksteinflügel und da klagte mir Herr Berger, der Schulleiter, das Ding hat unter Experten einen hohen Wert. Aber wenn jetzt die Umbauphase im Altbau da ist, dann geht das Ding zum Teufel. Was ist dabei zu tun? 15.000 Euro sollen Renovierung kosten. Was können die ehemaligen beitragen? Die Kreissparkasse sagt schon 4.000 von uns. Was machen die ehemaligen? Ich habe mich mit meiner Kassenverwalterin Frau Ott kurzgeschlossen und sie signalisierte mir, 8.000 könnten wir eigentlich zusagen. Und als ich dann dem Herrn Berger sagte, wir sind mit 8.000 Euro dabei. Da fiel ihm ein großer Stein vom Herzen. Nach der 8 plus 4 sind schon 12. Die letzten 3, die kam ich auch noch irgendwo zusammen. Und so steht der Bechstein in der Aula immer noch. Leider ist dann unter meinem Nachfolger die Sache die Elbe runtergegangen. Das ist ein großer Jammer. Ich möchte wirklich die Ehemaligen bitten, und ich spreche auch mal die Damen an, wir leben heute im Jahrhundert der Frau, dran an den Speck, das macht Spaß. Immer wenn ich in die Schule kam, wurde ich von vielen Kollegen gerne gesehen, Herr Dinse, haben die nicht für mein Fach? Und wir hatten das, was der Landkreis nicht immer leisten wollte oder leisten konnte, das machten die Fördernde. Also man sollte sich diese Sache noch einmal gut durch den Kopf gehen lassen. Das waren immer im Jahr damals 5.000, 6.000 Euro zuletzt. Das war nicht viel, aber es hat, glaube ich, manche guten Zweck. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
für Sie, das ist so der symbolische Wiedergutmachung für die vielen Stunden, die der Mann mit dem Verein verbracht hat und nicht mit Ihnen, die erlaube ich mir. Frau Christine Kasten, Ehren. Frau Kasten. Zwei Umwege dann auch Lehrerin und seit 1997 stellvertretende Schulleiterin an ihrer Schule, dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, und hier darf die Verwendung des Possessivpronomens wörtlich genommen werden. Frau Kasten, die am 31. Januar dieses Jahres in den Unruhestand verabschiedet wurde, begleitete die Entwicklung des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums darüber hinaus in den letzten 23 Jahren durch ihr politisches Engagement in der Stadtvertreterversammlung der Stadt Bergen auf Rügen und dem Kreistag des Landkreises Rügen seit 2011 des Landkreises Vorpommern-Rügen. Es bedarf eigentlich keiner gesonderten Erklärung, dass Frau Kasten dem Bildungsausschuss und dem Haushaltsausschuss angehört. Nicht zuletzt hatte Frau Kasten im Vorfeld dieses Jubiläums mit enormem persönlichen Einsatz den Vorsitz des Festausschusses ausgeübt. Und wer den Verlauf dieser Festwoche verfolgen konnte, weiß, was da im Vorfeld der Feierlichkeiten an Arbeit geleistet wurde. Summa summarum lässt sich dies eigentlich nur so zusammenfassen. Christine Kasten lebt das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Liebe Frau Kasten, dafür möchten wir Sie heute ehren. Dann ist für uns wichtig, ist es ja unser Anliegen, Schulgeschichte muss noch ein bisschen vertieft und betrachtet werden. Und wir haben hier viele Ehemaligen, die noch ihre Schulgeschichten uns mitteilen können. Darüber würden wir uns ganz herzlich freuen. Dankeschön. Ich möchte einen kleinen Nachtrag leisten. Die Leiterin des staatlichen Schulamts Greifswald, Frau Ilona Vierkamp, lässt sich entschuldigen, sie musste aus familiären Gründen sehr kurzfristig absagen, aber sie wünscht der Festversammlung natürlich gutes Gelingen und der Schule weiterhin eine glückliche Hand und viel Erfolg bei der Arbeit mit den jungen Menschen auf der Insel Rügen. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier einen Schulleiter vor sich, der sehr glücklich und sehr stolz darauf ist, in welcher Weise dieses besondere Schuljubiläum gewürdigt wurde und was im Vorfeld in dieser Festwoche geleistet wurde, bis zu diesem Moment der Feierstunde. Erlauben Sie mir daher, dass ich diesen Moment auch nutze, um Worte des Dankes zu finden. Dank sagen möchte ich allen Mitwirkenden an dieser würdevollen Festveranstaltung, den Musikern, Sängern, Rezitatoren und den vielen Kolleginnen und Kollegen am Dirigentenpult oder auch im Hintergrund. Und ich bin sicher, meine Kollegen des EMMA werden mir verzeihen, dass ich vielleicht die Kolleginnen und Kollegen der Musikschule besonders würdige. Herzlichen Dank, Frau Lebedeller, Frau Schneider, Herr Jäger, Herr Jehlen, Herr Mempel, für die tolle Zusammenarbeit. Sie haben uns in dieser Woche fantastisch unterstützt.
Guten Morgen. Mein Dank gilt aber natürlich allen Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen, die diese Festwoche mit Leben erfüllt haben. Ob Festschrift, Sternwanderung, Klimaprojekt, 100 Jahre, 100 Sichten, Europameile, Projekttage. Wir haben eine ereignisreiche und tolle Woche erlebt. Und auch hier sei es gestattet, dass ich alle Mitglieder des Festausschusses, Schüler, Eltern und Lehrer ein wenig hervorhebe, die seit 1,5 Jahren mit den Vorbereitungen befasst haben, sämtliche Aktivitäten koordiniert haben. Sie haben Grund, stolz auf das Geleistete zu sein, und ich möchte hier vielleicht die beiden Elternvertreter hervorheben, liebe Frau Nessler, liebe Frau Dr. Häusler, dass Sie das neben dem Beruf auch alles so noch mitgewuppt haben. Einfach toll, vielen, vielen Dank. Drei Kollegen bzw. ein Kollegen auch noch besonders erwähnen, allein deshalb, weil zwei von Ihnen nicht hier sein können, denn wir haben noch einen Tag der offenen Tür und Sie haben schweren Herzens darauf verzichtet. Aber was meine Stellvertreterin Frau Frank, was Frau Geschke, die Koordinatorin für die Sekundarstufe 1, und Herr Benedikt hier in den letzten Tagen und Wochen an organisatorischen und an koordinativer Leistung gebracht haben, das ist einfach unglaublich, und da steckt so viel Arbeit ein, dass das alles so geklappt hat. Einen ganz herzlichen Applaus, ein ganz herzliches Dankeschön für die Frage. Nicht zuletzt der Dank an unsere externen Partner und Sponsoren und unsere Schirmherrin, liebe Frau Köster. Sie waren mir an vielen Stellen eine wichtige Ratgeberin, haben uns bei Lösungen mancher Probleme wichtige Hilfen geben können. Es war förmlich zu spüren, wie in Ihnen die Emma-Schülerin wieder auflebte. Hätte ich ein ähnliches Ereignis zu begehen, ich würde alles in Bewegung setzen, dass Sie wieder die Schirmherrschaft übernehmen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement. Wir haben an allen Ecken gemerkt, dass es Ihnen eine Herzensangelegenheit war. Der Blumenstrauß, den ich Ihnen jetzt bringe, der ist einfach viel zu klein, aber symbolisch. Leben vorzubereiten. Und 100 Jahre Schule, in der es niemals langweilig wurde.
Liebe Gäste, es ist Tradition am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, feierliche Veranstaltungen mit dem Titel California Dreaming von The Mamas and the Papas ausklingen zu lassen. Doch bevor wir dies tun, möchten wir Sie noch auf folgende Dinge hinweisen. Bevor ich diese Hinweise gebe, möchte ich im Anschluss an Herrn Raggi einigen Personen danken, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Dank sagen möchte ich an meine beiden Kollegen, Frau Silke Schneider und Frau Ellen Huber. Ohne deren Gedanken, ohne die Zeit, die Sie damit an diese Veranstaltung gebunden haben, glaube ich, wäre diese Veranstaltung überhaupt nicht möglich gewesen. Nochmal herzlichen Dank. Ein großes Dankeschön möchte ich dem einen Mann, der immer im Hintergrund arbeitete, aber ohne den diese ganzen Bilder gar nicht entstanden worden wären. Das ist Herr Peter Bielau. Und natürlich möchte ich mich bei dem Chor bedanken, die wie immer wunderschön gesungen haben. Bei unserem Orchester, die wie immer wunderschön gespielt haben. Und natürlich bei Herrn Freimuth, der die Schüler gut im Griff hat. Bei der charmanten Paula Wolfram. So, aber jetzt genug des Dankes zu den Hinweisen. Sie finden an dieser Stirnwand noch den Verkauf. Das ist der Haupteingang, links unten war unser Klassenzimmer. Dieser Spruch wurde während der DDR-Zeit abgemeißelt. Die Villa Seifert. 2000.